Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Stardew Valley. Morgen wird es wieder ein schöner sonniger Tag und der Wahrsager sagt heute, dass die Geister neutral gesinnt sind. Okay, das ist in Ordnung. Ich vermute, wir werden heute ein bisschen mehr. Oh, können wir den Blumenkohl haben? Wir können den Blumenkohl haben. Ich brauche einen frischen Blumenkohl für ein Rezept. Okay, das machen wir natürlich. Oh, sehr gut. Das ist natürlich hervorragend, ne, dass jetzt alles richtig pünktlich gewachsen ist und wir jetzt auch noch Platz im Inventar haben. Das heißt, wir könnten theoretisch angeln und nochmal eine Runde in die Mine gehen. Boah, so viele Möglichkeiten heute. Richtig gut. So. Ja, Mine ist zwar jetzt heute, also ne, neutral gesinnt, ist nicht gut, aber auch nicht schlecht. Aber mit dem Schwert sind wir schon, denke ich, echt. Das machen wir ganz gut. So, die Sachen würde ich tatsächlich verkaufen. Das nicht. Wir bringen Jody dann noch schnell den Blumenkohl vorbei. Genau. Okay. So, pass auf. Dann machen wir das schon mal so, dass wir die Sachen auf alle Fälle schon mal mitnehmen. Die Sachen würde ich tatsächlich nochmal verkaufen. Wir müssten bloß vorher unsere lieben Hühnchen streicheln. Genau. Dann nehmen wir die Eier einfach mit. Ja, und jetzt geht es dann eigentlich los, dass man die großen Eier in die Mayo-Maschine reinschmeißt, ne? Aber ich glaube, wir haben noch ein kleines Ei, oder? Ich weiß gar nicht, ob man das braucht. Wir lassen es einfach so. Genau, Jodys, bitte. Nee, halt, stopp. Wir gehen erst andersrum. Wir haben genug Geld, deswegen können wir uns das durchaus leisten. Und was wir auch machen, ist noch hier das zumachen. Eventuell kaufen wir uns nochmal einiges an Pastinaken. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Deswegen würde ich das tatsächlich in Erwägung ziehen. Nee, der ist noch nicht ganz fertig. Genau. Sehr schön. Eine Hühnerstatue. Sehr gut. Wieder was fürs Museum. Das ist natürlich auch eine gute Sache. So. Hi, meine Gutste. Eine seltene Saat. Ein pinkes Plüschsofa. Ein pinker Plüschstuhl. Geil. 4250. Boah, geil. Okay, dann jo, gehen wir jetzt da noch mal ein Stück weiter. Und jetzt, glaube ich, muss ich gleich unterbrechen. Ja, okay, dann darum. Dann würde ich jetzt einfach aus Spaß mal hier gleich meine Angel rauswerfen, eine Runde lang. Oh, eine Frühling. Oh, mehrere Frühlingszwiebeln. Das ist gut. Ja. So, da ist noch eine Frühlingszwiebel. Das ist gut. Heute ist Freitag. Das heißt, wir können das bei Pierre auch direkt verkaufen. Sehr praktisch. So, jetzt hatte ich ja gesagt, ne, hier wollen wir mal unsere Angel zwei, drei Mal reinwerfen. Vielleicht eventuell. Können wir einen Katzenfisch fangen? Genau, das wäre natürlich richtig gut, ne? Meine Maus spinnt. Oh nein, geht das schon wieder los mit der Maus, dass die nicht funktioniert? Das wäre jetzt echt ärgerlich. Gerade beim Angeln, wo du es halt echt brauchst, ne? Ja, der Wald. So, ein Stock. Wow. Tja, sieht heute nicht so nach Katzenfisch aus. Doch, das ist einer. Aber das macht meine Maus gerade nicht mit. Oh, das wäre jetzt. Oh, meine Maus spinnt. Nein. Nein. Meine Maus spinnt. Ach, Scheibenkleister. Nein, das wäre ja jetzt echt
ich habe meine neue Maus nämlich meinem Schwager gegeben, weil der auch eine kaputte Maus hat und meine funktionierte wieder ein bisschen besser. Oh je. Oh Gott, bitte nicht. Das wäre jetzt echt blöd. Nein, nein, jetzt nicht, jetzt nicht. So. Achso, ja. Und die ist nicht? Ja. Ist egal. Ist egal, alles gut. So, gucken wir mal. Dann gehen wir jetzt dann da weiter. Genau, zu Pierre. Ne? Wir wollten das Zeug zu Pierre bringen und zu Jodie. Wir müssen zu Jodie rein. Die könnte theoretisch zu Hause sein, weil... Okay. Oh, der sieht ja lecker aus. Danke, genau das habe ich gebraucht. Absolut perfekt für mein gelbes Curry. Oh, lecker. Nee, ich will doch eigentlich mit... Hallo, ich will doch... Oh nein, Mama macht heute Nacht Linsensuppe. Wie kann sie denn Linsensuppe machen, wenn sie vom gelben Curry spricht? Das, ihr habt euch nicht so abgesprochen, ne? Würde ich sagen. So. Quest. Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Hallo? Jetzt hat mein Mann mir eine neue Maus gebracht, um mir eine Freude zu machen und ich mach's kaputt. Ich habe keine Ahnung, wieso das jetzt... Warum? Hä? Okay, interessant. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt gerade gedrückt habe. 3 Sardellen. Oh, wir probieren's. Morgen. Halt, wir wollten doch zu Pierre rein. Wir wollten doch... Was ist jetzt? Warum hat er jetzt denn... Ach du Heilige. Das ist aber keine schöne... Eieiei. So. Das versende ich doch jetzt total. Das. Tju, 15.000 haben wir schon. Nicht schlecht. Ach, und wir müssen das Küken da noch runterbringen, ne? Oh Gott, was warum geht denn das jetzt hier nicht... Ha, geil. Jetzt ist es wieder ganz furchtbar. Wie funktioniert diese Maus? Das ist total witzig, weil er gesagt hat, das ist die gleiche. Aber das ist nicht die gleiche. Das ist ja voll... Hilfe. Jetzt kann ich meine Maus gar nicht mehr... Ist das geil. Nein, wie geht denn das? Ich nehme wieder die andere. Scheiß drauf. So. Gibt es eine Belohnung? Oh, Melonensamen. Cool, aber die nehme ich nicht jetzt mit. Weil wir... So, ich werde jetzt auch ganz blöd sein und das hier einfach mal so... Ich müsste eigentlich nochmal nach Hause gehen, ne? Ich müsste eigentlich nochmal nach Hause. Okay. Ob wir jetzt noch genug Zeit haben, um in die Mine zu gehen, ich weiß es nicht. Ein bisschen das Gefühl habe ich nicht, ne? Los, lauf schneller, Kira, weil die Sachen müssen wir jetzt hier nicht mitnehmen. Und von daher... So. Naja gut, vielleicht sind wir bis um 3 in der Mine, dann geht es, ne? Ach so, ich wollte doch... Oh, ich bin so ein Depp, ne? Ich wollte doch eigentlich noch die Saat mitnehmen. Oh. Ah, Scheibenkleister. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal Richtung... Dann gehen wir doch über Pierre nochmal zurück, ne? Pass mal auf, ich packe das jetzt mal ganz schnell hier einfach mit rein, ohne das zu sortieren. Und dann flitzen wir nochmal schnell zurück zu Pierre. Nehmen dann nochmal ein bisschen was an Saat mit.
und pflanzen die dann heute Abend ein. Da müssen wir bloß gucken, dass wir eben halt rechtzeitig raus sind. Vielleicht schaffen wir ja 5 Level und sind rechtzeitig draußen. Das wäre natürlich schon sehr, sehr gut. So, und dann darf ich nicht vergessen, dass ich mir aufschreiben muss, dass wir morgen in der Folge Sardellen angeln müssen. Sonst wird es auch nichts. So, Pastinaken. Ich weiß gar nicht. Ja, komm. Wir machen uns pleite. Das geht schon. So. Weil die 5 goldenen Pastinaken hätte ich schon gerne. Und vielleicht kriegen wir ein bisschen Kohle zusammen. Dann könnten wir eben auch nochmal so 1, 2 von diesen Fässern machen, wo wir dann das Gemüse einwecken. Das wäre natürlich richtig praktisch, ne? Na, schon wieder auf dem Weg zum... Ach nee, heute ist Freitag, ihr seid auf dem Weg in die Kneipe. Mal schauen, die gehen alle in die Kneipe und ich gehe in die Mine. So, na denn. Ja, das Schöne ist, ich muss jetzt vielleicht gar nicht unbedingt alles da lassen, ne? Das ist schon gut. So. Okay, gucken wir mal, ob wir relativ zügig die Leiter finden. Die ist jetzt natürlich vorne, ne? Nee, doch nicht. Ich habe jetzt echt gedacht, ne, ich muss nochmal von vorne. Oh, aber so viel Kupfer. Also so Vorkommen zumindest. Heißt ja nicht, dass auch überall Kupfer ist. Aber guck mal, doch. Da unten ist auch richtig viel Kupfer. Oh, das ist natürlich richtig super. Oh. Perfekt. Sehr schön. Und ich glaube, hier unten ist dann auch Kohle, oder? Nee, ich glaube hier doch. Nee, hier nicht. Hier ist keine Kohle. Okay. Das ist noch nicht das Level. Ja, kommt her, ihr Insekten. Kommt her. Ich suche schnell mal die Leiter. Eventuell kriegen wir die vorher noch. Hallo, liebe Leiter. Kommen Sie. Ey, mit dem habe ich halt echt keine Angst mehr, ne, vor den Dingern. Das ist richtig cool. Das finde ich total stark. Oh. Oh, er hat mir die Leiter gebracht. Nett. Dann essen wir mal schnell was. Wir haben keine Energie mehr. So. Kommen da jetzt noch mehr? Nee. Dann gehen wir in die nächste Etage. Super. So, dann gehen wir einmal oben rum. Nehmen das damit, nehmen das mit und machen. Toll. Das hätte jetzt nicht sein müssen, liebe Kira. Das da mitnehmen, das da. Genau, perfekt. Auch schön. Oh, hier ist auch noch mehr Kupfer. Da drüben auch noch. Jo. Reich an Kupfer. Sehr schön. Wir haben die Leiter noch nicht gefunden, wollte ich sagen. Jetzt haben wir sie zweimal. Auch nett. So, schau mal da. Genau, jetzt gehen wir erstmal durch und gucken dann nach der Leiter, ne? Schauen wir erstmal. Weil hier gibt es nämlich die Kohle. Da hinten in der Ecke. So. Oh, schön. Hier ist auch ein Amethyst. Perfekt. Hier ist auch nochmal ein Würmchen. Aber du könntest mir ruhig die seltene Saat geben, ne? Mein ja nur. 6 Kohle. Ja, auch ganz nett. Dann gehen wir einmal hier runter. Weil hier so viel Gras ist, ne? Und ich hoffe ja, dass ich hier noch ein paar gemischte Saaten bekomme für den Sommer. Das wäre natürlich schon ziemlich cool. So, dann essen wir nochmal was. Level 28, also ich denke Level 30 werden wir schon schaffen. So. Dann gucken wir jetzt hier nochmal. Und kämpfen uns ein bisschen nach oben durch.
Eventuell finden wir hier schon irgendwo die Leiter. Da ist auf alle Fälle nochmal Kupfer und da ist auch nochmal Kupfer. Sehr gut. Dürfte auch ruhig nochmal die ein oder andere Geode. Danke. Ich mag dich, Spiel. So. Aber was. Oh, sogar eine Dingsbums-Geode. Das ist ja cool. Aber keine Leiter hier. Okay. Na, dann schauen wir mal weiter. Dann müssen wir noch mal ein paar Lachsbeeren essen. So. Da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Da ist er. Du siehst, und Kohle gab es auch noch. Ja, perfekt. Ach, schön. Boah, hier ist aber viel los, ne? Uiuiuiui. Ich glaube, da müssen wir gleich nochmal ein paar Lachsbeeren essen. Ah, da geht es, glaube ich, noch weiter. Ne? Pass mal auf, dann gehen wir erst hier lang. Weil ich glaube, das ist kein Rundum-Gedöns, oder? Ist das so ein Rundgang? Ich weiß es gar nicht. Die Level werden ja doch immer irgendwie gleich. Oh doch, so ein Rundgang-Gedöns. Okay. Sei mal nett so. Ja, perfekt. Sehr schön. Oh, das ist super. Das ist ja richtig gut. Dann gucken wir mal. Ach, guck, da ist die Leiter. Sehr schön. Dann hätten wir ziemlich Level 30 auch. Das ist natürlich sehr praktisch. Okay. Es ist auch 23 Uhr, das heißt, wir hätten jetzt dann auch noch genügend Zeit, um... Oh, jetzt geht das Level los. So, wenn ich jetzt hier runtergehe, kommt hier dann gleich was? Nee, okay. Ich mache jetzt nicht noch ein Level, ne? Also bis zum nächsten, das mache ich jetzt nicht. Sondern wir gucken jetzt dann, dass wir noch schnell die ganzen Pastinaken einpflanzen. Jo, und dann gucken wir mal. Dann holen wir uns morgen unsere Gießkanne wieder. Und dann... Ja, geil, finde ich richtig gut. Müssen wir was gucken. Heute ist Freitag. Okay, jetzt haben wir 2 Tage nochmal Zeit, beziehungsweise 2 Nächte, um nochmal ein bisschen Geld zusammen zu kratzen. Und dann... Jo. Sieht das gut aus. Oh, schau mal, das erste Eingelegte ist da. Das ist natürlich richtig gut. So, hier ist auf alle Fälle auch noch alles machbar. Guck, da haben wir auch noch alles angepflanzt. Sehr gut. So, dann packen wir das jetzt erstmal alles da rein. Das da rein. Das machen wir hier rein. Dann verkaufen wir die Mayo. Und den Grünkohl. Noch mehr Grünkohl. Ja, Grünkohl wollte ich verkaufen. Genau. Dann machen wir einfach... Warte mal, ich brauche ein großes weißes Ei und ein großes braunes Ei. Dann können wir das Ei hier tatsächlich da reinschmeißen. Genau, und den Grünkohl da rein. Super. Und dann aus Jux und Tollerei... Machen wir das da noch mit rein und dann schmeißen wir das Zeug hier schon mit in die Kammer. Perfekt. Ja, ich weiß, wir könnten das auch Harvey geben, aber... Habe ich eigentlich alle unsere Viecher gestreichelt? Ja, habe ich. Gut, okay. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. War schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ihr lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.